Ja, heute auf dem Tag der Forschung. Das DLR kommt nach St. Augustin, um genau Forschung zu machen, und zwar gemeinsam mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, die bereits auf dem Gebiet der Sicherheitsforschung, dort ist das Institut für den Schutz terrestrischer Infrastrukturen unterwegs, dort forscht bereits die Hochschule recht lange, sehr erfolgreich im Vergleich zu anderen Hochschulen auf diesem Gebiet. Da koppeln wir an, da setzen wir uns wirklich physisch direkt neben die Mitarbeiter, gemeinsam in Rheinbach. Andererseits leitet ein Hochschullehrer der Hochschule eine Abteilung bei uns. Das heißt, das ist also nicht nur eine Kooperation, sondern das sind wirklich Personen, die ja zusammenkommen. Und aus dem Gesichtspunkt denken wir, dass wir in der Zukunft sehr nah beieinander arbeiten. Wir gehen tief in die Forschung, in die Theorie, und eine Hochschule im angewandten Bereich ist genau der richtige Partner, um dann Produkte zu entwickeln, um rauszugehen und gemeinsam erfolgreich zu sein. Insofern gucken wir auf eine ganz erfolgreiche Zukunft.